Sonntagmittag auf der Julius-Hirsch-Sportanlage in Berlin-Charlottenburg und ein absolutes Topspiel der NOFV Oberliga Nord stand an. Der Turn- und Sportverein Maccabi Berlin momentan auf Platz 4 und heute in komplett blau empfing die Hertha aus Zehlendorf in rot. Der Aufsteiger Maccabi momentan in Topform mit 4 Siegen in Folge. Zehlendorf kann bei einem Sieg heute nach der Tabellenspitze greifen und, das muss man auch dazu sagen, hat gegen Maccabi bisher noch nie Punkte liegen lassen. Die Gäste fingen direkt mal offensiv an. Langer Pass in die Spitze, schlechte Defensivarbeit von Maccabi. Stein verlängert artistisch, Stahl und Conte kommen nicht ran und Tim Grabo nutzt die Chance. 0:1, die Gäste aus Zehlendorf mit der Führung in der ersten Spielminute. Was ein Start in dieses Spiel. Und hier sehen wir es nochmal. Erst kommt Stahl nicht dran, dann verpasst Conte und Grabo nutzt die Chance eiskalt. Aber auch Maccabi hatte Bock, ein bisschen offensiv zu spielen. Da holt sich Kupfer den Ball, umspielt den Gegenspieler, legt ab auf Lopez de Oliveira. Ecke. Der Ball segelt in den Strafraumpfosten. Glück für Zehlendorf, dass das Tor nicht ein paar Zentimeter größer ist. Aber wie gut war bitte diese Ecke denn getreten? Und Maccabi machte offensiv direkt weiter. Noch eine Ecke. Wieder gleiche Seite. Und auch der Ball kommt gut, aber Cesai kann sich nicht durchsetzen. Weiterhin 0:1. Vielleicht ja jetzt mal wieder die Chance für Zehlendorf auf ein bisschen Offensive. Schöner Save, Ball weiter und dann steht da plötzlich Könner knapp übers Tor drüber. Jetzt hatten die Zehlendorfer hier Lunte gerochen und wollten mit 2 Toren Führung in die Halbzeitpause gehen. Schön durchgesetzt auf der linken Seite der Pass, aber Samake im Tor stark. Und mit 1:0 aus Sicht der Zehlendorfer Gäste ging es dann auch in die Kabine. Und wenn ihr Bock auf noch mehr Fußball habt, dann lasst uns doch einfach mal ein Abo da und drückt die Glocke für Updates. Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte, mit Zehlendorf in der Offensive. Dieses Mal eine Ecke. Erstmal geklärt, aber außen steht Dombrowe. Schiebt den Ball in den Strafraum und da steht Stiller. 2:0 aus Sicht der Gäste. 6 Minuten nach Wiederanpfiff und weder die Defensive noch Samake im Tor sahen bei diesem Treffer besonders gut aus. Stiller, eigentlich Defensivspieler, hier mit dem 0:2 in der 51. Spielminute. Und jetzt wollte die Hertha hier die vorzeitige Entscheidung erzwingen. Über die linke Seite, schön durchkombiniert, super Pass. Dann die Seitenverlagerung, auch hier die Defensive nicht gut. Verpassen da alle Chancen, aber Samake im Tor wenigstens dieses Mal da. Und wenn Maccabi das Spiel nochmal spannend machen wollte, dann mussten sie langsam den Anschluss schaffen. Starkes Solo von Lenz nimmt hier einen nach dem anderen. Hops, schlecht geklärt. Und dann kommt der Ball zu Conte. Stark übers Tor, nur ganz knapp am Anschlusstreffer vorbei. Und sie machten gleich da weiter, wo sie aufgehört hatten. Lenz legt sich den Ball hier ein bisschen arg weit vor. Dombrowe will klären, Lenz fällt und der Schiedsrichter, der entscheidet auf Elfmeter.
Und ich muss sagen, so wie es hier in dieser Einstellung aussieht, ist das die richtige Entscheidung. Dombrovo kommt zu spät und erwischt nur noch Lenz. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer den schießt. Natürlich kann das nur einer sein, der Top-Torschütze Guilherme Enrique Lopez de Oliveira. 1:2, 81. Spielminute. Hier sehen wir das Tor nochmal. Er verlädt Jasper Kühn und holt sich dann sein 8. Saisontor ab. Stark. Und jetzt wollten die Jungs von Maccabi hier den Ausgleich, aber Zehlendorf defensiv zur Stelle. Vielleicht jetzt nochmal über den zweiten Ball. Lang und weit hilft ja auch ganz gerne mal. Aber auch hier die Zehlendorfer Defensive zur Stelle. Und jetzt vielleicht noch sogar mit der Konterchance. Aber auch die vereitelt von Maccabi. Und der Schiedsrichter sagt das was. Hertha 03 Zehlendorf besiegt Maccabi in Charlottenburg mit 2:1 und steht damit nach der Niederlage von Hansa Rostock 2 auf Platz 1 der Tabelle. Aber auch Maccabi, der Aufsteiger, hat sich hier teuer verkauft und stark dagegen gehalten nach dem frühen Rückstand.